einer weiteren Episode bzw. Stream von Monster Hunter World. Ich habe gerade mal ein bisschen umskaliert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Let me take a look. Macht er irgendwie nicht. Also ich meine, ich habe es irgendwie eingestellt, aber it doesn't work and I don't know why. Vielleicht kann man auch nicht bei Twitch auf 1080p Stream, wenn man kein Partner ist. I don't know. Vielleicht kann ich das auch irgendwie hier einstellen, aber ich glaube nicht. Einstellung Kanal. Speicher, Inhalte verlassen, Latenz gering, dies, das, Berechtigung Kanal, die du verwalten kannst. Don't know what's the meaning of that. Video Banner, ja, das weiß ich. Uninteressant, uninteressant, alles uninteressant. Nö, keine Ahnung. I don't know. Okay, wir gehen wieder zurück zum Dashboard. Gucken, vielleicht dauert es ja auch ein bisschen, bis man das umstellen kann. Nee, ich kann nur auf 720p. Ist halt so. Ich habe es eingestellt, aber it doesn't work. So, sorry Mama. Ja, dann legen wir doch einfach mal los, würde ich sagen. Hier, Ton haben wir mittlerweile. Ich habe wieder eben vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe das ja auch schon wieder gelöscht. I hope I did it. Yep, hab ich gelöscht. Oh, ich habe heute auch noch gar kein Video hochgeladen. Ach du Kacke. Ich müsste mal ein Video freischalten auf meinem Channel bei YouTube. Das mache ich eigentlich jeden Tag mindestens ein Video. Manchmal auch zwei, aber eigentlich immer nur eins. Ich werde mal ein neues Video hochladen. Ich habe noch ein paar. Ich habe immer so ein bisschen was Reserve, ne? Aber ich mache eigentlich auch jeden Tag ein neues Video, also ist eigentlich alles gar kein Problem. So, laden wir doch mal Number 4. Haben wir dafür alles schon editiert? Edited, yep, it's everything edited. Wie geil. Okay, Episode 4 von Conan Exiles habe ich jetzt ab genau diesem Zeitpunkt hochgeladen, ist veröffentlicht. Checkt es gerne mal ab, wenn ihr ein Fan seid von Conan Exiles. Es ist eigentlich ein richtig geiles Game, worüber man richtig frustriert auch ist. Gleichzeitig ist es so ein Mischverhältnis. Man hasst dieses Spiel und liebt dieses Spiel zugleich, weil es einfach so verbuggt ist und so schlecht aufgebaut. Aber es hat einfach so ein geiles Gameplay und so eine geile Idee, dass man es einfach trotzdem liebt, obwohl es so viel Frustration verursacht. Versteht, was ich meine, oder? Ja, habe ich hochgeladen. Ist da, könnt ihr euch ansehen auf meinem Channel. Auch noch anderer Content. Also ich habe so viel mittlerweile an Content. Monster Hunter World, Monster Hunter Generation Ultimate. Ich habe ein kleines Insign von Assassin's Creed Origin. Dann habe ich komplettes Gameplay von Kingdom Hearts. Könnt ihr euch reinziehen. Shiny Hunt, falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch auch reinziehen. Was haben wir noch? Ja, ich habe so einen kleinen Multiplayer-Part. Nee, habe ich gar nicht. Sorry. Den habe ich nicht, den Multiplayer-Part. Von, sage ich euch auch gar nicht erst. ich habe von One Piece World Seeker habe ich das komplette Gameplay im Let's Plays gestreamt, beziehungsweise gespielt. Könnt euch auch reinziehen, falls ihr da Bock drauf habt. Auch mega nice. Obwohl das Game eigentlich nicht so geil ist, weil es relativ unübersichtlich aufgebaut ist und richtig unspektakulär. Würde ich fast sagen. Kein Vergleich zu dem Video, was als Review released wurde. Das war komplett was anderes, würde ich mal fast behaupten. Was haben wir noch auf meinem YouTube-Channel? Was habe ich da noch? Ich habe ganz viel Monster Generation Ultimate, den kompletten High Rank, den ich erst im Nachhinein, nachdem ich das Spiel schon komplett durch hatte, gespielt habe. Ne? Was ist das denn? Oh, ich sollte vielleicht das mal auf lautlos packen. Zack. Und dann Vampir, sagt euch vielleicht was. Das ist ein Horror-Game, so ein bisschen im Stil wie Dark Souls, nur nicht so schwer. Habe ich für die PlayStation 4 mir gekauft und auch komplett durchgespielt. Richtig geiles Game, muss ich sagen.
Hat mich richtig fasziniert, habe ich komplett durchgespielt. Gibt es als Let's Play, als Playlist. Könnt ihr euch das auf meinem Channel ansehen, falls ihr da Bock drauf habt. Das würde ich euch empfehlen. Ich habe ein bisschen Let's Play von Okami noch nicht durch, auch noch schon lange nicht mehr weitergespielt. Falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne in meine Kommentare schreiben, beziehungsweise auf meinem Channel einfach beim Talk reinschreiben. Dann werde ich das auch weiterspielen, falls ihr da Bock drauf habt. Ich glaube, ja, ganz wichtig auch noch, womit ich ja eigentlich den Channel erst begonnen habe, war eigentlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Habe ich auch ganz viel Content, den ich gespielt habe, auch DLC ein bisschen was, nicht komplett durch. Habe ich auch schon seit längerem nicht mehr gespielt, keine Ahnung warum. Hat mich dann ein bisschen doch, kam einfach ein paar andere neue Spiele, die mich mehr interessiert haben, die ich dann halt zocken musste. Aber da habe ich auch ganz viel Content, könnte ich auch gerne mal reinziehen. Und ansonsten habe ich einen kleinen Einblick in Subnautica, falls ihr das da Bock drauf habt. Oder auch, ja, ich glaube, das war's auch schon. Ja, das war's. Und halt ganz wichtig auch Booster Pack Openings von Pokémon TCG. Da habe ich auch schon länger nichts mehr gepostet, weil ich im Moment ein bisschen knapp bei Kasse bin. Aber ich habe auf jeden Fall noch ganz viel da. Werde das halt nur mal so ein bisschen gerade, das ruht gerade so ein bisschen, das Booster Pack Opening. Aber da kommt auf jeden Fall auch wieder was auf meinem Channel. Definitiv, ich habe noch mehr als genug Kram, den ich öffnen kann, wenn ich mal so in die Richtung gucke. Ihr seht es zwar nicht, aber ich sehe es, es springt mich jeden Tag an. Das sind so viele Sachen, die ich öffnen könnte, wo mir die Finger schon jucken. Aber ich muss mich zurückhalten, bis ich wieder ein bisschen flüssig bin. Verdammt! Da kommt auf jeden Fall auch wieder Content von Pokémon TCG. Und da gibt es auch ein paar richtig geile Openings, wo ich richtig fette Karten gezogen habe. Zieht es euch selber rein, ich will gar nicht spoilern. So, und jetzt legen wir auf jeden Fall endlich mal nach 7 Minuten. Habe ich jetzt wieder aufgeholt, die 7 Minuten, die ich vorhin wieder aufgegangen bin. Da hatte ich ja auch schon 7 Minuten gestreamt. So, und die haben wir jetzt wieder aufgeholt hiermit. Sind jetzt genau bei 7 Minuten. Und jetzt legen wir los mit dem Spiel. So. Ja. Oh, ich bin gar nicht auf meinem Dashboard. Bisschen geil ist. Zack. Und jetzt sind wir beim Dashboard. Nice it is. So. Legen wir doch mal los. Mal gucken, was es hier so gibt. Könnt ihr mich hören? Ihr könnt mich hören. Ich schicke das noch ein bisschen weg. Wie ihr sehen könnt, ausgerüstet wieder auf Insektenleben. Ich habe wieder richtig Bock auf Insektenleben. Ein bisschen durch die Gegend springen. Klatsch, 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 klatsch. Die Monster aus der Luft angreifen und dann auch reiten und den ganzen Kram. Alles, was so dazugehört. Und damit machen wir jetzt weiter. So, dann gucken wir doch gleich mal auf unsere Anschlagkarte. Aber was haben wir denn da im Hintergrund? Alter, was ist das denn? Das ist ja das Monster, was ich letztes Mal erjagt habe, beziehungsweise natürlich gefangen habe. Wir haben es nicht getötet. Das ist ein süßer, böser und rauchiger, wie ich immer gerne sage, Diablos. Und zwar ein schwarzer Diablos. Der hat die Hörner gestutzt von mir bekommen, ne? Und wir haben den Schwanz haben wir auch abgeschnitten. Also man konnte quasi, wir haben quasi fast alles gebreakt, bis auf den Rücken, den haben wir nicht gebreakt, wie ich sehe. Oder doch, haben wir den? Ja, sieht nicht kaputt aus. Aber wir haben die Hörner abgeschlagen und den Schwanz von diesem schwarzen Diablos. Das war so das letzte Monster, das ist übrigens ein G, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ein G-Monster, was wir gekillt haben, was auch nicht gerade schwach ist. Der Diablos, der ist schon ein heftiger Gegner. Wir haben den zu zweit gemacht und auch gefangen. Ja, so läuft das bei mir. Und jetzt gucken wir, was wir wieder für Quests online haben, wer überhaupt spielt. Spielen im Moment nicht so viele Leute, weil alle warten auf das neue Add-on, das Iceborne-Add-on, das jetzt irgendwann Ende des Jahres rauskommt. Ist noch ein bisschen hin und es gibt auch, glaube ich, aktuell keine Event-Quests. Ja, das wollte ich sagen. Event-Quests gibt es aktuell keine, deswegen sind nicht so viele Leute on. Wir gucken einfach mal, was es so gibt. Und dann legen wir los. Ein paar Untersuchungen sind immer drin. Was haben wir denn hier? Ich glaube, da gehe ich mal rein. Töte einen Walhazak. Why not? Ich glaube, von Walhazak ist die Schwäche Feuer. Feuer. Aber auch natürlich Drache, wie von allen Drachenältesten, so gut wie. Direkt zurück. Ey, abbrechen. I have to look something. Ich weiß gar nicht, warum ich hier auf dem Handy jetzt gucke. Ja, geh doch da drauf. Ich muss mal gerade in... Ja, ich bin da schon drin. Ist ja gut. Walhazak. Guck mal, unser schlaues Monster-Lexikon. Walhazak. Da ist er. Hey, was war das?
Und in seine Schwäche ist Drache und Feuer, wie ich gesagt habe. Wir haben jetzt hier Explosion. Ach, ich bin mal ein bisschen zu schnell. Sorry. Wie sieht denn aus mit Explosion? Ja, Explosion geht bei dem auch mit 2 Sterne. Ist natürlich nicht so stark wie Drache und Feuer. Aber ich lasse es trotzdem mal ausgerüstet und werde dann auch gleich losspringen. Wir machen uns auf den Weg. Ich mache mich deswegen so schnell auf den Weg, auch wenn ich noch nicht nachguckt habe, ob ich alles überhaupt dabei habe für diesen fetten Gegner. Weil wir natürlich bei Monster Hunter World, anders als bei Monster Hunter Generation Ultimate, auch während wir auf der Quest sind, unsere Materialien und unsere Ausrüstung austauschen können im Lager. Und wo bin ich gelandet? Irgendwo an der Walachei. Das ist ja natürlich super. Die sind schon seit ein paar Minuten drin. Ich muss mal gucken, dass ich hier... Ach du Scheiße. Ich muss hier mal ganz schnell weg. Was ist hier los? Ich krieg jetzt schon... Ja, ja, ach du Kacke. Oh Mann. Ich bin natürlich in die falsche Richtung gelaufen. Ich wollte eigentlich... Ich habe auch gar nichts gegessen. Verdammt. So, wir wollen natürlich hier hin. Ganz schnell mal ins Lager. Hi Kid Goku, moin moin, alles klar bei dir? Oder auch guten Abend, genau. Du hast es erfasst. Oh, da ist schon einer gestorben. Was geht ab? Wie geht's dir? Alles cool? Was hast du Schönes gemacht? Hä, was macht denn der da? Oh Mann. Punkte? Ne, benutzen keine Punkte. Ich habe gerade einfach mal... Ich muss mich erst wieder ans Gameplay gewöhnen. Ich hätte erst mal so ein bisschen auf Erkundung gehen sollen, beziehungsweise auf eine Expedition, um mich mit dem Gameplay vertraut zu machen. Ja, ich bin gerade hier, mache gerade eine Quest Monster Hunter World. Schade, das hast du ja leider nicht, sonst könnten wir das auch zusammen zocken. Das ist mein absolutes Favorite Game, ne? Also mitunter, Monster Hunter sowieso. Kompletter Fan. Ja, hier ist auch am Regnen, aber immer mal so ab und zu. Mal regnet's, mal regnet's nicht. Das ist immer so im Wechsel. Ich war vorhin einkaufen, habe mein Auto sauber gemacht und ein paar Unterlagen musste ich abgeben beim Amt und jetzt bin ich endlich wieder zu Hause und ja, jetzt ist wieder Streaming-Zeit. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich mache diese eine Quest und dann sehen wir zu, dass wir vielleicht mal zusammen wieder ein bisschen SAO zocken. Was hältst du davon? Killer Soldig, bei dir ist Sonnenschein, dein Ernst? Nee, glaube ich nicht. Wie kann denn in Hamburg Sonnenschein sein, wenn in Rheinland-Pfalz es regnet und grau ist? Es geht ja mal gar nicht klar. Du lügst uns doch an. Hä? Ja. Das kann ja mal gar nicht sein. Ja, wie sieht's aus? Hast du schon mal überlegt, Kid Goku, ob du vielleicht dir Monster Hunter World holst? Das ist nämlich echt ein mega nice Game. Wundert mich eigentlich, dass du das noch nicht hast. Wie kann man so ein geiles Spiel nicht besitzen? Oh, da hinten ist er ja auch schon. Es ist schon einer gestorben, habe ich eben gesehen. Ich weiß gar nicht, wie man es schaffen kann, bei dem zu sterben. Der ist nicht mal arch-tempered, also kampfgehärtet. Dementsprechend sollte es eigentlich easy going sein. Aber die beide kriegen es nicht gebacken. So, ich muss jetzt erstmal meine Extrakte natürlich sammeln. Hey. Es müsste eigentlich im Moment im Angebot sein. Zumindest im E-Store, glaube ich. Da ist es im Angebot. Wenn ich mich nicht täusche. Also es war auf jeden Fall auch mal im Angebot. Das habe ich gesehen. Kurzzeitig. Ich weiß nicht, ob es immer noch im Angebot ist. Aber es war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang im Angebot. Ich glaube für 30 Euro oder sowas. Wow. Alter. Brutaler Dude. Ich brauche eigentlich mal... Oh, der ist nur am Schreien. Jetzt aber. Jetzt aber, jetzt habe ich's.
Ich werde ihn auf jeden Fall mal probieren zu reiten. Ja, leider nicht. Man braucht also auf jeden Fall mal eine Playsee dafür. Ganz wichtig. Wir haben was gebrochen. Alter Killer, Soldik, leg dir mal eine Playsee zu, ey. Wird mal langsam Zeit hier. Oh, ich sollte vielleicht mal Doppel-Dings hier ausmachen. Nein, 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 nein. Aua. Ich höre hier alles doppelt. Das muss ja nicht sein. Ja, man muss sich auch Konsolen mal gönnen, ne? Vor allem PlayStation 4. Du hast auch eine PlayStation 2 gehabt damals. Mit was? Oh Mann, dieser Drecksack, ey. Ey, so ein Vollidiot. Stunt er mich die ganze Zeit, so dass ich nicht wegkomme. Kann ja echt nicht sein. Ja, Cross-Plattform wäre schon richtig nice gewesen. Finde ich allerdings auch. Alter, wenn der jetzt getroffen wird davon, das wäre natürlich richtig übel. Die PlayStation 4 ist... Oh, die ganze Zeit schubsen die mich. Was ist denn los mit denen? Wie soll man denn so anständig spielen, wenn die Kollegen einen die ganze Zeit schubsen? Ich glaube, der will den reiten, ne? Ich muss hier erstmal... Oh, scheiße. Ich mache hier mal die falschen Sachen. Ja, noch ein Steak hier essen. Oh, der reitet den, das ist sehr nice. Und direkt über mir, das ist natürlich nicht so nice. Du bist on, sehr gut. Ja, ich mache, wie gesagt, die Quest hier mal zu Ende. Und dann switche ich mal. Kannst ja mal in der Zeit gucken, ob überhaupt Leute online sind. Das würde mich halt mal ganz stark interessieren. Wenn keine Leute on sind, dann ist natürlich auch schwierig, da zusammen zu zocken. Weil nur zu zweit ist natürlich auch doof, ne? Er kommt runter. Und ich bin durchgeglitscht und werde erstmal... Oh Mann, ey, so ein Arsch. Autsch. Was ist das für ein Arsch? Und er liegt wieder. Das heißt, jetzt können wir wieder ordentlich draufschnetzeln hier. Wir müssen seinen Bauch zerstören, dann krabbelt da der ganze Scheiß raus. Was war das denn jetzt? Wieso rennt der überhaupt weg? Wo will der denn jetzt wieder hin? Eine Drachenkap... Oh Mann, ich drücke mal die falschen Knöpfe. Das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht sollte ich mal wetzen. Ja, es gibt Lobbys. Nice, dann muss ich auf jeden Fall auch mal gucken. Habe ich nicht gerade gewetzt? Ich habe auf jeden Fall wetzen gedrückt. Dann mache ich gerade die Quest hier und dann switche ich mal so ganz unspektakulär zu SAO. Muss natürlich auch wieder den Namen ändern, ne? Alles klar. Nice. Nice ein Stein. Und immer wenn ich keine Extrakte habe. Alter. Und wir brechen hier weiter Sachen. Alter, wie der einfach so wegrennt. Oh, wir haben einen Schwanz abgeschnitten, das habe ich auch selten geschafft. Wie geil ist das denn? Ja, da haben wir mal einen Schwanz. Und irgendwie zu Stein gewechselt. Scheiße, das wollte ich natürlich nicht. Ich will natürlich meine Drachenkapseln behalten.
Ja, hat er gedacht, dass er jetzt seine Superattacke machen kann. Wow! Da Fug. Alter, da wollte er mich hier gerade auffressen oder was? Ja, das ist immer ganz schlecht, wenn man davon getroffen wird. Und bam, habe ich draufgehauen und dann ist er auch gestorben. Wie geil war das denn jetzt? Hihi. Neißenstein, aber so richtig. So, dann werde ich mich mal bedanken bei denen. Und vielleicht gute Arbeit noch hinterher schieben. Hab ich gesagt. Was haben wir hier? Grüße gehen raus oder was? Das funktioniert ja alles gar nicht. Was ist hier? Signal. Oh, ich sollte den vielleicht mal ausnehmen. Ich bin hier die ganze Zeit am Rumeiern. Scheiße. Den ganz vergessen. Schaffe ich das noch? Rückenpanzer. Ja, könnte knapp werden. 1, 2, 3. Ja, doch, hat geklappt. Nein, ich sehe nicht so. Nein, das sehe ich nicht so. Bye bye, Killer Soldig, haus rein. Ich komme später auf jeden Fall nochmal mit Monster Hunter World wieder on. Beziehungsweise ich switch auf jeden Fall irgendwann nochmal später zurück. Weil es ist erstmal so ein bisschen SAO, habe ich irgendwie voll Bock drauf. Alles verkaufen, ja, wirklich. Oh, fast Jägerrang 80 erreicht. Aber nur fast. So, ja, damit haben wir den Walhazag weggeschnetzelt. Gleich gerade nochmal hier alles wieder auffüllen soweit. Ich habe ja so ein bisschen Kram einfach so... Ne, ich habe ja wieder fast alles auf. Ha. Wenn sie auffüllen, ist hier noch ein Steaky. Steaky, Steaky. Einmal abspeichern. Oh, was haben wir denn hier? Ein bisschen Coffee. Was ist das hier für ein Deckboard? Das ist Monster Hunter. Ich muss mal gerade kurz was rein switchen und danach können wir direkt loslegen. Ich gar nicht. Krass. Neu. Was war das denn? Hä? Wieso geht? Ach doch, geht ja. Zack. So, ich muss mir gerade mal kurz was raussuchen. Das Falsche. Und wie sieht das? Nee, das will ich auch nicht. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Bom, 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 bom. Das sieht doch viel besser aus, genau. Haha, das gefällt mir. Das ist echt gut gezeichnet. Bin sofort da. Es kann sich noch um Sekunden handeln.
Zack. Aber ich will auf jeden Fall noch mehr. Das passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Das passt alles nicht. Was ist denn los? No, no, no. Hä? Oh Mann, ist ja kacke. Das. Hä? Ist es nicht? Nee, das ist es nicht. Aber das nehmen wir trotzdem auch, ne? Original, yes. PNG, oha. Und das hätte ich gerne noch. Yes. Hello Fragment. Alter, wie Hello Fragment, wenn ich mir da so die Bilder angucke. Voll so oldschool noch, aber das will ich irgendwie auch haben. Das ist aber gar kein Hello Fragment. Hello Fragment habe ich aber auch, also kann ich das ruhig auch mal mit reinnehmen. Welche Kristalle? Welche Kristalle meinst du? What for crystal, please? I don't know. Ja, das ist auch ein gutes. Das ist so der Standardbild. Nehme ich auch mit rein. Hä? Ach, da ist es ja. Wo habe ich denn die anderen alle gespeichert, wenn die nicht da drin sind? Was ist denn das für ein Bild? So ein. Nee, das nehme ich nicht mit rein. Keine Ahnung. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, was die Kristalle bringen. Das sind die, die man kriegt am Ende vom Dungeon, gell? Habe ich auch noch nicht rausbekommen. Keine Ahnung, kann ich dir so gar nicht sagen. Wo haben wir es denn? Ja, das sind doch ein paar gute Bilder hier. Okay, achso. Ja, jetzt muss ich natürlich auch. Zackidi zack, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Zack. Ja, ich werde mal gerade switchen, während. Wie man sieht, wie man hört, ist ja noch Monster Hunter on. Habe ich jetzt, ich speichere gerade nochmal schnell ab und dann switche ich zum nächsten. Ja, ich weiß, es sind Ausrüstungen, aber die sind halt relativ schwächt im Gegenteil. Probier's doch mal aus. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausgerüstet und dachte, dass man die vielleicht braucht als Materialien, um irgendwas herzustellen. Aber die sind halt von der Ausrüstung her, also von den Werten her, schlechter als die Ausrüstung, die ich sonst so irgendwie habe. Dementsprechend konnte ich mir noch keinen Reim drauf machen, wofür die genau gut sind und ob man die für irgendwas Bestimmtes braucht. Ich habe nicht so ganz gecheckt. Ich muss auf jeden Fall jetzt gerade mal meinen Controller anschließen, sonst haben wir gleich ein Problem, wenn mir mitten im Gameplay der Controller ausgeht. I don't want that to happen. Mikro habe ich. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich weiß, habe keine Ahnung, wo dieses blöde Mikro sein könnte. Ich habe auch letztens nochmal selbstständig danach gesucht, aber. Es tut mir leid.
No, in die Mikro. I'm sorry. Bist du in der Sitzung drin oder soll ich in eine Sitzung von dir reinkommen? Handykopfhörer. Nö, ich telefoniere immer mit diesen Kopf, mit denen hier. Normalerweise. Aber die brauche ich ja, um das Gameplay zu hören. Und die habe ich auch angeschlossen jetzt halt an das OBS. Deswegen funzt das leider nicht. Irgendwie einfach joinen. Ich habe jetzt Multiplayer geladen. Ach ja, ja, ich weiß. Sieht man noch nicht, kommt noch. Zack. Jetzt ist es soweit. Das verschließen. Ja. Bist du schon in irgendeiner Gruppe drin? Drück mal auf Gruppe finden. Shadow. Also es ist ein einziges. Okay, also ich bin jetzt gerade bei Shadow reingegangen. Vielleicht kannst du einfach so dazu joinen. Müsste ja eigentlich funktionieren. Der ist auch ungefähr auf dem gleichen Level wie ich. Das heißt, du wirst auf jeden Fall auch davon profitieren. Weil du hast, ging ja letztes Mal auch, dass du einfach dazu joinen konntest. Ja, hier ist ja gar keiner. Doch, da ist einer. Shadow mit Asna. Asna. Was hat denn die da an? Ist das nicht die... Das ist, glaube ich, der ihre Kleidung aus dem allerersten Teil, nachdem, wo die in dieser Holzhütte gelebt haben, zusammen. Hatte sie, glaube ich, sowas an. Da bist du ja. Nice und Stein. Alter, Level 68, nicht schlecht. Ist ja relativ schnell hochgekommen. Nice, nice. So, ich werde mir erstmal jetzt hier eine Partnerin holen. Ich wollte Rain, glaube ich, weiter leveln. Ich habe jetzt mittlerweile auch Seven freigeschaltet, was ich auch ziemlich cool finde. Gerade hier in die Lagerkiste gucken, reinlupen. Paradiesticket spezial. Erstmal ablegen. Was hat denn der hier ausgerüstet? Riemannhügel. Seven ist so in SAO eine Programmiererin, erfolgreiche Forscherin. Die quasi auch das Gameplay innerhalb der Virtual Reality quasi so ein bisschen analysiert und darin forscht, um das halt weiter voranzutreiben. Und hatte auch mit dem ersten SAO, das von Kayaba damals erstellt wurde, mitgewirkt, aber quasi hatte nicht die bösen Absichten so wie er und wusste auch nichts von den bösen Absichten. Und ist quasi eine Miterfinderin bzw. Mitkreierin von SAO, also von der ersten SAO-Welt. Und man kann im Laufe des Spiels Seven auch freischalten im Aftergame, so als Spielcharakter. Also ich habe sie jetzt quasi ausgerüstet. Kirito unterhält sich auch ein paar Mal innerhalb der SAO-Teile mit Seven. Und Seven ist, glaube ich, die... kleine Schwester von Rain, weil Rain ist, ach, das ist ein bisschen alles kompliziert, aber es sind auf jeden Fall Forscherinnen, beziehungsweise, ja, Forscherinnen, die mit SAO zu tun haben und auch mit dem Programmieren zu tun haben und so ein bisschen das auch analysieren. Das sind solche Wundertalente quasi in der SAO-Welt. So, wir können, glaube ich, hier schon, ach nee, macht er jetzt gar nicht mehr, oder wie? Wir können hier Richtung Riemannhügel gehen.
Ich denke mal, wir sind genug Leute. Los geht's! Bin mal gespannt, wo wir landen. Riemann Hügel sagt mir jetzt gerade so an sich gar nichts. Bin mal gespannt, ob da starke Monster sind. Ich würde gerne ein bisschen weiter leveln. Ist mir gerade ein bisschen sehr wichtig zu leveln. Und vielleicht auch noch diese eine Waffe zu bekommen. Aber dazu müssen wir eine Fledermaus besiegen, die Level fast 200 hat. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen OP-Spieler. Und den haben wir nicht. Leider. Leider. Ich hätte das mal so... Das Kabel mal so ein bisschen hin. So. Geht das? Das geht nicht. Oder geht es doch? Zack. 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 So. Ja, ich komme. Ich bin unterwegs. Hier waren wir doch schon mal. Ein Ring der Beweglichkeit. Wir sind hier jetzt eigentlich nur am Farmen, oder? Kann das sein? Und die sind schon ziemlich hoch vom Level her, aber die sind noch in dem Bereich, wo ich sie leicht besiegen kann. Saikoda! Was ist denn? Rain. Ich habe Rain auch nur deswegen hier mit dabei, weil Rain ist halt die Schwester, die große Schwester von Seven. Und sie kämpft mit Doppelschwerter und sie ist eine Schmiedin. Finde ich mega geil. Deswegen habe ich sie ausgerüstet. Ich habe einen Buff geskillt, den hier. Tempomeister, Bewegungstempo um 30% erhöht. Ist schon echt ein geiler Skill. Und wenn man die Waffen wegsteckt, ist man natürlich auch immer ein bisschen schneller. Deswegen ziehe ich die Waffen nur, wenn ich gerade unterwegs bin, wenn ich gerade kämpfe. Wo ist denn hier der... Ach da. Hab sie gefunden. Boring. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo die hin will. Wir müssen auf jeden Fall... Ja, die will da oben lang, also gehen wir hinterher. Die will bestimmt zu irgendeinem Boss. Bin ich mal gespannt, wo die hin will. Bringt ja nichts mit der Einladung. Ich habe keine Kopfhörer dafür. Weil meine Kopfhörer kann ich jetzt im Moment nur für OBS benutzen. Mikrofon habe ich auch an OBS angeschlossen, damit ihr mich hören könnt. Da bringt das mit der Party nichts, wenn wir sowieso nicht miteinander quatschen können. USSF? Was bedeutet das?
USF. Fehlgeschlagen. Ich glaube, wir warten hier nur noch auf dich, oder? Kann das sein? Ich muss kurz noch schreiben, bin gleich wieder da. Ja, aber ich kann meine Kopfhörer auch nicht daran anschließen gerade. Weil die Kopfhörer sind ja verbunden mit OBS. Das ist ja das Problem. Wie gesagt, ich würde es gerne machen, aber geht leider nicht, weil Kopfhörer sind nicht mehr multi-kompatibel. Was sind wir denn hier? Was ist das hier für ein Gebiet? Es ist wieder so ein dunkles Gebiet, wo man nichts sehen kann. Wie Rückkehr in die Lounge. Toll, ich konnte nicht mal richtig aktiv werden in diesem Gebiet. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr mit uns zu spielen, der Typ. Es war ihm zu viel. Was ist los mit dem? Dostano? Welches Level hat er mittlerweile? Das ist Rain. Geht gerade mal Stufe 2. Relativ noch niedrig vom Level her, aber das wird schnell hochgehen. Der hat den Host geändert, mal gucken, wo er jetzt hin will. Alle Fioro. Sagt mir gar nichts. Aber legen wir mal los. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ich will doch gerne einen Dungeon machen. So eine Instanz wäre ganz cool, aber ich glaube, da hat er keinen Bock drauf. Ich glaube, den Endgegner haben wir schon mal gemacht. Beziehungsweise den Endgegner, diesen Boss hier.
Bounce. Level up. Nice. Was haben wir hier? Schalenfaustschild. Ich glaube, wir benutzen es nur, um ein bisschen zu leveln. Beziehungsweise, keine Ahnung, wofür der uns benutzt. Jetzt musst du ganz raus. Echt? So, was haben wir denn hier? Ich habe Bewegung plus 1. Vielleicht liegt es daran. Also hier liegt es nicht dran. Meine Duellparameter sind... Naja, über Rangerhöhung bin ich auch ein bisschen schneller geworden. Und EP plus. Aber ich weiß nicht, ob das im Dingsmodus auch der Fall ist. Ich... Keine Ahnung. Also ich habe, wie gesagt, hier über... Ich habe ein bisschen Arena gemacht und konnte dann hier durch meine Rangerhöhung, ich habe ja mittlerweile einen Rang von 261, konnte ich als Rangerhöhungsbuff quasi einmal EP plus und hier auch Geschwindigkeit habe ich mit drauf bekommen. Keine Ahnung, wie ich das bekommen habe, aber ich habe es auf jeden Fall durch Arena-Kämpfe bekommen. Oh, wir müssen schon wieder hoch. Der Typ möchte da oben lang. Gehen wir mal hinterher. Isa. Ach, du bist da oben. Du bist da oben lang, oder wie? Ah ne, du bist hinter mir. Ich sehe schon. Wo bist du denn? Shadow ist hier oben. Und du bist irgendwo da unten. Willst du auch mal hier hochkommen? Dann können wir hier weitergehen. Was will der jetzt hier? Will er da vielleicht zu dem Turm? Das wäre ja boring. Wow. Was für ein krasser Kampf, ey. Bin begeistert. Was haben wir hier? Psycho da! Nani? Los geht's! Oh nein, mein Kaffee ist leer. Muss ich wohl was anderes trinken. So, was haben wir hier? Auch nichts, der wird hier glaube ich einfach nur durchlaufen. Gucken, wo wir hinkommen. Wo will der denn hin? Was will der denn hier machen? Oh, wir sind stark. Schal im Tierbeine. Aha. Ich glaube, der hat selber keinen Plan davon, wie das mit dem Online-Modus läuft. Deswegen geht er einfach random in irgendwas rein und guckt, was passiert. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht raus, wie man... Ah doch, ich habe es raus. Klar habe ich es raus.
also fast raus, wie man online bestimmte Monster macht. Man kann ja auswählen, wenn man auf der Map ist, gegen welchen Endgegner man kämpfen will. Aber ob danach dann auch wirklich... Oh cool, Level up. Der verliert irgendwie viel. Oh, wir hatten ihn. Tada. Aber danach dann wieder direkt zurück switchen, das habe ich noch nicht gecheckt, wie das geht. Dass man danach, den man den Endboss in dem Gebiet besiegt hat, dann gleich wieder irgendwie zurück in die Lobby kommt, das habe ich noch nicht raus. Lisa. Nani. Ixo. Wenn man die Gegner nicht anvisiert hat, dann ist es echt kacke. Good job. Level up. Yarna. Was will der denn hier? Hier kann man nicht gut leveln. Also ich zumindest nicht. Ich bin ja schon fast Level 80. Aber Ren ist mittlerweile Level 65, das ist sehr gut. Wenn ich hier Level 70 habe, ist alles gut. Nee. Okay, dann kommst du auch hoch. Wir gehen hier weiter. Sweet-Sea-Chi-Cha. Weiter geht's. Okay, was haben wir denn hier? Aber er hat, glaube ich, gar keinen Plan, wo es hingehen soll. Okay. Wunderbar. Elementarhammer! Der möchte zum Tornado? Ist das richtig? Was will er denn in dem Tornado drin? Gehen wir mal zu dem Tornado. Gucken, ob wir da hinkommen. Ups.
Sprühquelle. Gib mir zu der Quelle. Zur Quelle des Übels. Hey. Ich habe ein Monster mitgenommen. Psycho da. Bum, 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 bum. So, ich hab nur was zu trinken. Ein Schiff. Was habe ich denn hier Leckeres? Oh, was ist das denn? Dr. Pepper als 1 Liter Flasche. Geil. Kann ja nur lecker sein. Scheiße. Ah, das ist doch gar nicht geschüttelt. Ich verstehe das nicht. Alles voll gespritzt. Mein Handy. Dieses Dreckskacke-Ding da. Ah, ich hab alles nass gemacht. Bin sofort wieder da. Ich muss mir jetzt noch was zum Trockenmachen holen. Am schlimmsten ist es für meinen Laptop. Ey, wenn da irgendwas an Wasser reinkommt, dann ist natürlich vorbei, ne? Ganze Klebekram hier. Jetzt mag ich keinen Dr. Pepper mehr. Dr. Pepper ist für mich gestorben. Deswegen sollte man immer Ceva hier in der Nähe haben. Hey, ich verstehe gar nicht, warum das jetzt gespritzt hat. Ich verstehe es nicht. Ich habe das Ding jetzt nicht geschüttelt. Das stand die ganze Zeit im Kühlschrank. Ja, voll unglaublich hier. Scheiße. Bestimmt voll gespritzt. Am meisten hat immer noch mein Laptop abbekommen. Alles nass. Alles klebt. Scheiße, ey. Richtige Kacke. Mist. Miste verdammte. Jetzt habe ich schon wieder das verpasst, ey. Das kann doch nicht sein. Na, wenn das mal nicht irgendwann alles vollkleben wird. Dim, 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 dim. Kopfhörer wieder an. Hey, da ist jemand reingekommen. Jemand anderes. Kiumi. Kiumi! Selbst mein Controller ist nass. Toll, 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 toll. Der wird schön kleben. Scheiße da. So, das ist fertig. Ja, jetzt wartet ihr wieder alle nur auf mich, ne? Ja. So. Ich muss erst mal meinen Laptop retten. Vor dem klebrigen Dr. Pepper. Hey, das klebt gar nicht so sehr, wie ich gedacht habe. Boah. Was ist das jetzt? Wer hat das aufgemacht? Warum ist hier ein neues Fenster auf? Hier auch was drauf gegangen? Wenn ja, dann sehe ich es nicht. Also ich bin ready. Lobby wechseln. Warum? Weil er zu lahm ist oder keine wirkliche Struktur hat, wo er hingehen möchte oder wie? Oder was? Oder wo? Oder wer? Es gibt, glaube ich, keine andere Lobby. Zumindest gibt es bei mir keine andere Lobby. Und ich muss auf jeden Fall, ich muss immer gerade eine andere Hose anziehen, weil die hier ist komplett nass und ich muss mir auch einen anderen Pullover anziehen, der ist nämlich auch komplett nass. Danach können wir das gerne machen. Ich mach mal, ich bin sofort wieder da, wenn ich mach mal gerade kurz kleine Break. Be right back.
So, da bin ich wieder. Ja, können wir gerne machen. Allerdings weiß ich nicht, ob es hier noch irgendeine andere Lobby gibt. So, ich muss gucken, habe ich jetzt alles trocken. Es fühlt sich alles relativ trocken an. Hier klebt auch gar nichts. Finde ich sehr komisch, dass Dr. Pepper nicht klebt. Das ist sehr, sehr, sehr dubios. So. Gruppe finden. Blöd Dr. Pepper Flasche. Verstehe ich nicht. Ich habe die nicht geschüttelt. Und trotzdem hat sie mich komplett voll gespritzt. Dann habe ich gar nicht gerechnet, wie man wahrscheinlich auch eben gesehen hat in dem Video. Das ist auch ein schöner Lacher für die Leute. Das muss ich auf jeden Fall probieren, aus diesem Video rauszuschneiden. Das kommt mit in meine Review. In meine Meme-Review kommt das mit rein. Wenn ich es runterladen kann. Ich glaube, ich kann das Video gar nicht runterladen. Du sehen kannst, keine Gruppen. Bei mir wird hier gar nichts angezeigt, wenn ich suche. Ich brauche mal aktualisieren. Okay. Gehen wir mal in deine rein. Du hast Albtraum? Krass. Da jemand reinkommt. So, ich werde es. Ja, Beitritt nicht möglich. Hä? Wieso? Jetzt geht's. So, mal gucken. Ach, jetzt geht's auf einmal so einfach. Jean Bar. Was für ein Name. Und Jolly Sergey. Jolly Sergey. Komische Namen hier. So, ich hab's geschafft, es aufzukriegen. Dr. Pepper hat mich richtig gefickt gerade mit der Aktion. Böser Dr. Pepper. Alter, wie viel Kohlensäure da drin ist. Ich glaube, deswegen ist es mir explodiert, weil so viel Kohlensäure drin ist. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Das kann ich auch. Die Leute wissen gar nicht, dass sie... verbeugen. Hallo. So, ich muss mir erstmal hier wieder meine Rain ausrüsten. Du bist Lobbyinhaber, das heißt, du musst die Lobbys, du musst die Beutezüge quasi auswählen. Viel Glück beim Auswählen des richtigen Gegners. Rain. Hallo Rain. Die hübsche Rain ist am Start. Ich will mal angucken, wie sieht denn Seven überhaupt aus? Das würde mich auch mal interessieren. Ich werde mal gerade Seven ausrüsten. Ich habe ja auch Kismel auch freigeschaltet. Die ist auch cool. Ah, Seven ist einfach so eine kleine Süße mit grauen Haaren. Wie cool. Und einem blauen Kleid. Das ist ja mal ein cooler Avatar, den sie sich ausgesucht hat. Die nehmen wir doch mal. Schimmelrindenwüste. Ab in die Schimmelrindenwüste. Gibt es da Schimmel zu kaufen? Oder Rinde vom Schimmel? Ich noch mal probieren, wie das schmeckt. Oh ja. This is delicious. Too delicious. Oh, es regnet. Ich höre Regen. Seit wann regnet es denn in einer Wüste? Es ist eine Regenwüste. Folgender Gegner. Echt? Wir haben einen Gegner. Hast du gut ausgewählt. Ich mag es, wenn da Gegner sind. Oh. Der Räuber. Den klatschen wir doch sowas von weg. Außer der ist ein zu hohes Level. Dann nicht.
Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt. Hey. Alter, also ich glaube, der ist wahrscheinlich viel zu hoch vom Level her. Den packen wir gar nicht. Hätte ich gewusst, dass wir so starke Gegner machen, hätte ich mir wahrscheinlich doch Rain mitgenommen und nicht Seven. Weil Rain dann doch ein bisschen stärker ist. War jetzt sehr, sehr einfach. Das Gebiet ist nun sicher. Yay! Hey, und Seven ist auch ein Level höher gekommen. Okay, die geht nicht, alles klar. Nehmen wir halt die. Was haben wir bei dem bekommen? Geständnis. Ey, nicht schlecht. Good job. Alter, wie stark die ist. Dafür, dass die erst Level 42 ist, macht die ordentlich Damage. Krass. Ja oder nein? So, wohin geht's jetzt? Wieder zurück und dann in den nächsten Endgegner? Aber wir müssen hier rausgehen. Also quasi wieder über den Stein zurück, um das nächste Gebiet zu machen. Möchtest du Multiplayer? Nee, ich will es gar nicht kommen. Nein. Ich glaube, das geht nur, wenn du das machst. Du kannst irgendwie über Start oder sowas kannst du wieder zurück in die Lobby. Ist das auslocken? Das ist auch Multiplayer beenden. Okay. Also, was machen wir jetzt? Wohin geht's? Für den nächsten Gegner machen. Das heißt, wir müssen zurück in die Lobby. Zurück in die Lobby. Oiski, boiski. Bam, badam, bam, badam. Milben, ich hasse Milben. Wunschspalter.
Sehr gut. Hä? Zeichen. Ich bin sofort ready. Ich muss nur gerade nochmal hier was machen. Ach so, verdammt. Sortieren, sortieren. Seltenheit. Toll. Ich muss ja gerade was gucken. Okay. So. I'm ready. König des Waldes. Uhu. Und verbunden. So. Dum-dum-dum-dum. Thank you.
Wie, ihr seid alle tot? Das ist euer Ernst? Ihr seid ja geil. Okay, den kann ich nicht wieder benennen. Nein! Oh Mann, dieses Drecksding! Nein, warum denn ich? Drecksvieh. Ah, ich steck fest. Verdammte Kacke. Komm schon, wir haben ihn gleich! Ja, wir haben ihn! Oh, war das ein Kampf gerade. Krass, ey. Der war 190, Level 190. Alter Schäde. Wow. Ja, ich muss... Nicht schlecht, haben wir doch gut. Was haben wir denn hier? Verbreiter des Todes. Eine Axt, sehr nice. Gefällt mir. Den können wir jetzt auch wieder zurück, ne? Denke ich mal.
RIP. Krass. Rocket Beans TV hat sich gerade verabschiedet. Wie krass ist das denn? Einfach RIP. Der Stream ist offline von Rocket Beans. Das ist eigentlich immer online. 24 Stunden lang eigentlich. Und das ist einfach mal RIP. Ist es bei Twitch auch? Gucken wir doch mal. Ach, war es beides? Wie krass, ey. Ribbidi, ribbidi, rib. Ich sehe, ihr verkackt hier gerade und ich guck zu. Wie kann er nur? Voll böse von ihm. Ja, ich komme dazu. Ist ja cool. Alles cool. Ich komme ja schon. Mir kommt wieder entgegen. Sergei. Jolie Sergei. Wollte er mich nur abholen oder was ist mit dem? Splatterdy Splash Splash. Boyski Boyski, was ist hier los, ey? Ihr seid ja richtig hier knallhart am Kämpfen. Uiuiui. Alles klar. Lass mich gerade waffen. Was backt er denn so rum? Ich hänge. Dann backt das gerade richtig rum. Hat dich wiederbelebt. Wie nett von dir. wo genau? Ne, hier. Hä? Wo ist denn diese blöde Truhe? Ach da. Ich hab sie! Was habe ich jetzt bekommen? Verdammt, ich hab's nicht gesehen. Versiegelte Truhe gebrochen. Krummsäbel, Bestrafer. Eine Krummsäbel. Ja, mei. Was denn das für eine Krummsäbel? Hm, ist ja eine langweilige. Das ist ja hier die besser. Guck mal die an. Die Nekrospitter ist richtig Deluxe. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt endlich wieder zurück? Ich brauche den nächsten Bossi. Level up! Gardena! Oh, okay.
Okay, Joy hat die Lobby verlassen. Die haben alle keinen Bock mehr. Alle weg. Wo sind die nur alle hin? Ich glaube, ich bin jetzt auch mal lange weg. Ich stream jetzt schon seit 1,5 Stunden und ja, perfektes Timing, weil ich habe jetzt auch 1,5 Stunden auf dem Kasten und das reicht mir auch jetzt schon wieder. Ich wünsche dir viel Spaß im Hallenbad. Ich werde jetzt offline gehen. Oder vielleicht zocke ich noch irgendwie gerade 1/2 Stunde Monster Hunter. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zocken. Hat echt Spaß gemacht. Fand ich super. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, ich werde dann mal wieder umswitchen. Danke, danke. Noch einen angenehmen Abend dann, gell? Dim, 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 dim. So, dann gehen wir wieder zurück zu Monster Hunter World. Und während wir das machen, hören wir ein bisschen auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall wieder wiederholen. Und das jetzt. Oh. Hä? Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Ja. Wir werden das wiederholen. Wir werden auf jeden Fall, sobald wir noch ein bisschen im Level höher gekommen sind, auf jeden Fall nochmal eine Instanz machen und uns auch ein paar legendäre Sachen holen, ne? So legendäre Waffen und so ein Kram. So. Ich habe jetzt auch den Namen gar nicht geändert von meinem Stream, als ich gerade SAO gezockt habe. Aber jetzt sind wir wieder zurück bei Monster Hunter World. In 3, 2, 1, 1,5, 1, 3 Viertel, 1 Fünftel, 1 Zwölftel, 1... Tada! Oh, hatte ich geklappt. Ein Trionstel und... Oh, hier ist ja gar nichts mehr. Wieso sieht man denn nichts? Hä? Ist ja komplett dunkel hier. Was ist denn da los? Verstehe ich gar nicht. Das ist ja... Oh, da ist es ja! Mensch, ich habe gedacht so, hä, was ist denn jetzt hier los? Man hat ja gar nichts mehr gesehen.
Aber da ist es ja. Monster Hunter World. Ha. Okay. Dann machen wir mal mit Monster Hunter World weiter. Werde ich gerade nochmal so aktualisieren und so, ne? Ein bisschen Information aktualisieren. Ist aber all everything all right? Okay. So, dann gucken wir doch mal, dass wir wieder eine gute Quest hier an den Start bekommen. Ich würde gerne noch irgendeinen Monster fangen, damit wir den schwarzen Diablos ein bisschen ablösen können. Der ist bestimmt schon total erschöpft da, deswegen schläft er auch nur. Badabing, badabam, badabildi, babidi, badabum, badabing. Ja. Der Katzinator ist am Start. Da! Da! So, was gibt's denn hier online? Komm, zeig mal. Untersuchung. Und Theostra, wie lange sind die dran? 3 Minuten? Komm ich da rein? Komm ich da rein? Nani? Nani? Aber ich habe ein Ticket benutzt. Ich muss da reinkommen. Der Theostra ist ein bisschen badass, ne? Ihr kennt das. Böse Theostra und so. Böse, 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 böse. Abgestürzt. Oh, war doch, es war so klar, ey. Geht das jetzt? Ein bisschen Kirin wegklatschen. Daten werden gespeichert. Zu zweit, ich würde gerne das. Wie heißt der Rastadims SD? Okay. 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 Den Kirin habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich sollte vielleicht nochmal erstmal was essen gehen. Aber ich werde erstmal in die richtige Lobby verschwinden. Es gibt gar keine andere Lobby. Ist ja super. Ist das ein Nubi oder was? Noch ein, komm. Ich glaube, der ist gar nicht am Kämpfen, der SD. Sieht zumindest nicht so aus. Finch. Finch? Filch? Ich glaube, der hieß Filch. Was macht denn der da oben? Der chillt ja echt nur rum da an dieser Quest hier.
bin ich jetzt gelandet, verdammt. Au! Ich glaube, ich muss hier wieder weg, ey, ganz ehrlich. Ah, ich wurde getroffen. Ey, der andere kämpft gar nicht mit, wo ist der denn? Komm schon. Hey. Ach du Scheiße. Nein, ich bin sowas von tot, ich bin sowas von tot. Oh, doch noch nicht. Krass. Hilfe! Mama! Nein! Hilfe, das verfolgt mich! Was? Warum? Wo kam das her? Ey, das finde ich doof. Dieser blöde SD spielt gar nicht mit. Ich gehe wieder raus. Das ist mir zu doof. Das war mir zu doof. Ich kämpfte alleine gegen dieses Drecksvieh. Kein Wunder, dass ich da verloren habe. Okay, das war ein richtiger Fail zum Abschluss nochmal, weil ich mache jetzt keine weitere Quest mehr. Für mich ist jetzt vorbei. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen haben sollte, es war zwar ein bisschen jetzt Switching mit SAO, aber nichtsdestotrotz habe ich auch Monster Hunter eine Quest gemacht gegen einen Drachenältesten auch noch, gegen den, wie hieß er denn noch? Gul'Hazard wollte ich gerade sagen. Razogul. Gurmagala. Nein, das war es auch nicht. Keine Ahnung, wie hieß er denn nochmal? Ich komme jetzt auch nicht drauf. Und das Ding lädt so lange, sonst würde ich jetzt hier nachgucken. Wie hieß denn der Drecksack nochmal? Jetzt habe ich mal wieder den Namen vergessen. Aber der hat auch echt einen komischen Namen. So einen richtig schwierigen Namen hat er. Der heißt Valhazak. Ich war doch nah dran. Valhazak. Hab ein bisschen SAO gespielt, so ein bisschen Online, Multiplayer. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen guten Abend mal wieder. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Genießt ihn. Oder auch guten Morgen, je nachdem, was für eine Zeit gerade bei euch ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst, wie gesagt, ein Däumchen da oder vielleicht ein Abo, Follow, was auch immer. Ciao, Leute. Ich bin raus für heute.